Take your mark. Auf und wir sind schon auf den Beinen. Einen wunderschönen guten Morgen. Was machen wir denn hier um 5.30 Uhr? Wir fahren zum Ironman Germany. Es gibt keinen besseren Ort heute am Sonntag, um den Trainingsplan Nummer 54 zu besprechen. Legen wir mal los mit sag und schreibe 95 km/h mit der Vespa auf der Autobahn. Let's go! Vormittag mit einigen interessanten Erkenntnissen, denn das, was wir heute Morgen gesehen haben, das korrespondiert ganz gut mit dem Trainingsplan Nummer 54 hier bei DocSwim. Herzlich willkommen, es geht um das Thema Frequenzoptimierung. Ja, denn die Frequenz ist für alle Ausdauersportarten, die ja von zyklischen Bewegungen geprägt sind. Das bedeutet also Bewegungen, die sich eigentlich im Verlaufe der Belastung der Wettkampfzeit nicht verändern. Beim Schwimmen ist das so, beim Radfahren ist das so, beim Laufen ist das so. Und das Grundprinzip einer Ausdauerleistung ist ja vor allem, die Geschwindigkeitsschwankungen so gering wie möglich zu halten, also ein ökonomisches und gleichmäßiges Tempo von A bis Z, von Start bis zum Ziel durchzuführen. Und insofern geht es immer um das Gleiche, den eigenen Körper zu beschleunigen und natürlich wenige Tempospitzen und wenige Tempotäler zu erzeugen. Aus diesem Grunde gibt es dann auch für jede Ausdauerdisziplin Vorgaben, die eher pauschaler Natur sind, die aber zeigen sollen, worum es geht. So sagt man zum Beispiel beim Kraulschwimmen, es sollten mindestens mal 60 Züge pro Minute sein. Wir sprechen eigentlich ja von Zyklen, das wären dann also 30 Zyklen pro Minute. Beim Radfahren, so wie wir es jetzt hier beim Triathlon haben, auf der Langdistanz sollten es mindestens 80 Kurbelumdrehungen, eher in Richtung 90 Kurbelumdrehungen pro Minute sein. Und beim Laufen ist es so, dass man im Idealfall irgendwo zwischen 170 und 180 Bodenkontakte pro Minute hat. Das heißt also links und rechts addiert. Und das ist doch schon eine ganze Menge. Aber nur so ist es auch möglich, das Tempo gleichmäßig aufrechtzuerhalten. Würde man die Frequenz herunternehmen, dann würde es dazu führen, dass es immer wieder zu Beschleunigungslöchern kommt. Das heißt also Pausen in der Beschleunigung oder im Antrieb. Und insofern ist das natürlich ein Momentum, das dann eher stört. Und insofern ist es ganz gut, wenn man sich immer mal wieder mit dieser Thematik der Bewegungsfrequenzen auseinandersetzt. Denn für das Schwimmen gilt das Gleiche wie für das Radfahren und beim Laufen auch.
Denn wer würde denn beim Radfahren immer mal wieder 8 schnelle, kräftige Tritte durchführen und sich dann ein wenig rollen lassen, um sich dann wieder zu beschleunigen? Oder aber wer würde beim Laufen versuchen, mit möglichst wenig Schritten den Marathon, wie es heute der Fall ist, zurückzulegen? Natürlich niemand, weil man genau weiß, beim Radfahren wäre der Tempoabfall zu groß, der Krafteinsatz, um wieder aufs Tempo zu kommen, wäre viel zu hoch. Beim Laufen wäre die Stützphase viel zu lang und wir würden dann ja eher springend deutlich mehr Energie verbrauchen, als wir durch den dann langen Schritt oder die große Schrittlänge wettmachen würden. Insofern macht das keinen Sinn. Da muss man sich die Frage stellen, warum probiert man das so häufig im Schwimmen? Warum spielt das Thema Gleiten eine so dominante Rolle? Weil man glaubt, mit wenig Zügen schneller schwimmen zu können? Warum? Macht doch eigentlich keinen Sinn. Oder hast du schon mal einen Ruderer gesehen, der das in ähnlicher Art und Weise macht? Oder einen Skilangläufer, der 2, 3 kräftige Doppelstockschübe einsetzt und dann erstmal gleitet und sich des Gleitens erfreut? Natürlich macht er das nicht. Aber beim Schwimmen, da heißt es doch immer wieder, versuch eine Bahn mit möglichst wenig Zügen durchzuschwimmen, dann bist du ein guter Schwimmer. Das könnte der komplett falsche Weg sein, denn es könnte der Weg sein, dass man sich eines sehr konsequent antrainiert, das langsame Schwimmen. Der Idealfall wäre also die permanente Beschleunigung des Körpers im Wasser. Es gibt einen russischen Trainer, Gennadi Turetzki sein Name, der hat das ganze Thema unter dem Paddelprinzip einmal zusammengefasst und hat seinen Schützlingen versucht beizubringen, möglichst gleichmäßig Tempo zu erzeugen, sodass in dem Moment, wo die Hand hinten das Wasser verlässt, vorne der Zugarm unmittelbar mit dem nächsten Zug beginnt. Und schaut man sich das mal ganz genau an bei den Spitzenschwimmern, dann ist das auch ganz genau so. Wie gelingt den Spitzenschwimmern das? So, jetzt muss ich aber erstmal hier ein wenig für Luft sorgen, denn heute Morgen war es dann doch ganz schön frisch. Also, wie gelingt guten Schwimmern die Frequenzerhöhung, wenn es bei einigen dann doch möglicherweise viel zu langsam ist? Es gibt da 2 Methoden, erstaunlicherweise. Einmal natürlich über die Beschleunigung der Unterwasserbewegung. Das bedeutet, es muss mehr Kraft eingesetzt werden, es muss mehr Dynamik ins Wasser hineingebracht werden. Das zeigt uns aber auch, dass Schwimmen natürlich irgendwann mal Kraftsport ist. Die zweite Möglichkeit, die besteht darin, sich über Wasser schneller zu bewegen. Denn das, was man ganz häufig bei Seiteneinsteigern, bei Triathlonschwimmern sieht, ist, dass die Überwasserphase beim Kraulschwimmen, die ja der Erholung dienen soll, dann auch so langsam und erholsam durchgeführt wird, dass er einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann ist natürlich die Pause bis zum nächsten Zug extrem groß. Worum geht es also? Eine möglichst schnelle Schwungphase, Überwasserphase sich anzutrainieren, um diese vortriebsfreien Momente möglichst kurz zu halten. Also gilt es einfach, die Schwungmasse, den Schwung, den man hat, denn der Zug wird ja unter Wasser nach hinten gesehen, immer schneller, dass man diesen Schwung auch für sich selber nutzt, um über Wasser dann auch schwungvoll und vor allem zügig nach vorne zu schwingen. Nehmen wir mal folgendes Beispiel an. Wir haben 2 Schwimmer mit einem identisch guten Unterwasserzug. Dann ist es natürlich so, dass derjenige, der sich über Wasser ein wenig schneller bewegt, also schneller in den nächsten Zug hineinkommt, im Endeffekt auch schneller schwimmen wird. Das ist natürlich eine recht pauschale und einfache Regel, zeigt aber ganz gut, worum es geht. Und es geht vor allem auch
darum, sich den Zug als Ganzes vorzustellen. Also den Fokus nicht nur auf die Unterwasserphase zu legen, sondern sich die Frage zu stellen, wie lange benötige ich denn für einen kompletten Zug und wo kann ich meinen Zug beschleunigen? Denn da, wo ich mehr Züge machen kann, bei guter Qualität, schwimme ich im Endeffekt schneller. Ich habe weniger Tempospitzen, aber vor allem weniger Tempotäler. Das heißt also, die Geschwindigkeitskurve ist deutlich gleichmäßiger, dementsprechend auch ökonomischer, denn im Auto würde auch niemand einmal Vollgas geben, sich dann rollen lassen, um dann wieder Vollgas zu geben. Da weiß man ganz genau, der Motor verschleißt, der Benzinverbrauch ist hoch und nichts anderes passiert, wenn wir lange gleiten und lange warten, bis wir den nächsten Zug ansetzen. Und aus den genannten Gründen ist diese Trainingseinheit wirklich wichtig. Und es kann schon gut sein, dass man viele neue Erkenntnisse für sich selber gewinnt. Sicherheit vielleicht auch in der Methodik und in der Herangehensweise, das Schwimmen einmal anders zu betrachten als nur unter dem Oberbegriff des Gleitens und der Optimierung der Gleitphase. Denn es ist klar, gleiten kann man sowieso nur dann, wenn man vorher ein gutes Tempo erzeugt hat. Also ran an diese Trainingseinheit, an die verschiedenen Aufgaben, die wir hier umgesetzt haben, denn es führt sukzessive dazu, dass du einfach schneller schwimmen wirst. Und das betrifft nicht nur das Kraulschwimmen, sondern natürlich auch das Delfin-, Rücken- und Brustschwimmen genauso, auch wenn es beim Brustschwimmen natürlich etwas schwieriger ist, die Arme schnell nach vorne zu bringen, aber auch hier gelten dieselben Prinzipien. Wir müssen uns selber beschleunigen und je schneller wir in den nächsten Zug hineinkommen, umso schneller werden wir auch schwimmen können. Und das ist im Übrigen unabhängig von der Leistungsdauer, also von der Wettkampfstrecke. Denn auch hier im Vergleich zum Radfahren oder beim Laufen ist es natürlich auch so, dass man bei einem Marathon nicht mit wenigen, aber langen Schritten beginnt zu laufen, sondern auch hier versucht man von Beginn an eine gleichmäßige Frequenz zu erzeugen, um den Stoffwechsel auf ein Steady-State-Niveau, also eine Gleichmäßigkeit in der Belastung vorzubereiten und auch dahin zu führen, dass man wenig Schwankungen hat. Im Schwimmen ist es genau dasselbe, wo der Sprinter ohnehin schauen muss, dass er sich über Wasser sehr schnell bewegt, um in den nächsten Zug zu kommen, gilt es natürlich für den 800, 1500 Meter oder Freiwasser- oder Triathlon-Schwimmer genauso darum, gleichmäßig zu ziehen. Denn man wäre nicht gut beraten, wenn man zwischen den Zügen eine lange Pause macht. Auch für einen Triathlon-Schwimmer wie heute mit 3,8 Kilometern trägt das natürlich nicht dazu bei, dass der Stoffwechsel ökonomisch arbeitet oder aber auch, dass die Kraftreserven geschont werden. Insofern könnte das für manch einen ein komplett neuer Ansatz sein und deswegen ganz wichtig, sich darauf einzulassen und mal wegkommen vom Gleiten, sondern den Vortrieb als das wichtigste, oberste Kriterium anzusehen. Hier eine Sache, die fällt mir jetzt gerade noch ein, als ein vielleicht ganz schönes Bild, denn auch beim Radfahren ist es natürlich so, wenn wir Gegenwind haben, was machen wir denn dann eigentlich? Dann schalten wir doch einen Gang hoch, sodass es etwas leichter geht, versuchen die Trittfrequenz etwas zu erhöhen, weil wir ganz genau wissen, in dem Moment, wo wir eine Vortriebspause haben, wo wir warten, wo wir rollen würden, würde uns der Wind natürlich noch stärker abbremsen und es wäre noch mühsamer, danach wieder auf Tempo zu kommen. Beim Schwimmen ist es eigentlich genauso wie Radfahren gegen den Wind, denn der Wasserwiderstand
ist natürlich deutlich größer als der Luftwiderstand. Insofern haben Vortriebspausen eine noch viel fatalere Wirkung auf das Tempo des eigenen Körpers. Wir nehmen das nicht so richtig wahr. Es wäre ganz schön, wenn wir alle so einen kleinen Geschwindigkeitsmesser, einen Tacho am Handgelenk hätten. Dann würden wir nämlich ganz gut sehen, wie uns der Wasserwiderstand in den Vortriebspausen abbremst. Also das ist auch nochmal vielleicht ein Bild, das du für dich mitnehmen kannst. Da sind die Sportler, zumindest mal die Spitzenreiter, schon bei 93 Kilometern angelangt. Gar nicht mehr so viel Zeit, um schnell wieder zurückzukommen nach Frankfurt, um an die Laufstrecke zu gehen. Ich nutze jetzt die Zeit auch mal, um ein bisschen Sport zu treiben. Raus in den Wald. Und das ist doch wirklich eine gute Gelegenheit, um mit dir den Trainingsplan und die verschiedenen Trainingsabschnitte zu besprechen. Komm doch einfach mit. Schon ein bisschen angeschwitzt, genauso soll es sein. Anschwitzen, ein gutes Stichwort, denn wir gehen hinein ins Anschwitzen mit dem Trainingsplan Nummer 54. 200 Meter einschwimmen und gleich im Anschluss einmal 200, einmal 100, zweimal 50. Das ganze Paket machen wir zweimal durch. Meter in Lagen, also 50 Meter pro Lage, jeweils aufgeteilt in 25 Meter Technikübung, 25 Meter ganze Lage ohne Tempoanspruch, einfach nur mal zum Warmwerden. Der 100er ist dann schon ein Vorgriff auf unsere Hauptserien, 25 Meter Kraul oder auch die anderen Lagen mit betont schneller Überwasserphase. Für die Brustschwimmer geht es natürlich, möglichst schnell die Arme nach vorne zu bringen. Also hier schon mal ein bisschen Schwung in die ganze Sache reinbringen. Plus 75 Meter, ganze Lage, technisch gut, auch hier ohne Tempoanspruch. Und die 2x50 Meter dann sehr wohl mit Tempoanspruch. Und zwar 15 Meter schnell, jedoch ohne Wandabstoß. Also einfach so einen halben Meter von der Wand weg quasi einen Freiwasserstart durchführen. Fulminanter Einsatz der Beine. Zunächst mal 2, 3, 4 kurze Züge, um Tempo zu erzeugen. 15 Meter Spurt, 35 Meter sehr, sehr locker hinten drauf. Und dieses 400 Meter Paket schwimmen wir zweimal durch. Dann geht es auch schon in die erste von drei Hauptserien. 8x100 Meter. Das Grundtempo ist GA1, also kontrolliert, sodass wir uns auf die technischen Merkmale konzentrieren können. Jeweils 50 Meter mit betont langem Zug, also guter Druckphase, hohem Krafteinsatz. Auch hier gilt natürlich Züge zählen, ganz wichtig. Und die zweiten 50 Meter, da nehmen wir die Frequenz hoch, und zwar ausschließlich dadurch, dass die Überwasserphase schneller durchgeführt wird. Das heißt also, hier den Schwung mitnehmen aus der abschließenden Druckphase und mal schauen, was dabei passiert. Das dürfte ganz interessant sein. Danach 100 Meter locker und dann geht's in die zweite Hauptserie. Die zweite Hauptserie kopiert das Prinzip der ersten Hauptserie, nur dass nach den 50ern jeweils eine längere Pause stattfindet. Einfach, dass man den Unterschied noch bewusster wahrnehmen kann.
Also auch hier gleichmäßige Intensität, gleichmäßige Schwimmgeschwindigkeit, gefühlt zumindest mal, jeweils im Wechsel, 50 Meter mit langem Zug, kräftiger Druckphase und dann der andere 50er mit gleicher Unterwasserphase hier, also keine Veränderung, wohl aber eine schnelle, schwungvolle Überwasserphase. Dabei auch die Züge zählen, nicht vergessen und immer mal wieder auf die Uhr gucken. In der dritten Hauptserie schwimmen wir wieder 8x50 Meter. Nun geht es aber darum, innerhalb eines jeden 50ers die Frequenz zu erhöhen. Auch hier wieder ausschließlich durch eine schnelle Überwasserphase oder bei den Brustschwimmern durch ein schnelles Strecken der Arme. Das heißt also aus der einwärtsgerichteten Phase schnell nach vorne in die Streckposition kommen, um auch hier zu sehen, was passiert. Spätestens bei dieser dritten Übung solltest du merken, was sich verändert. Möglicherweise erhöht sich subjektiv die Belastung auf das Herz-Kreislauf-System. Es sollte aber das Kraftsystem geschont werden. Und am Ende dieser Übung sollten doch schon recht gute 50 Meter Zeiten herausspringen. Deswegen auch hier wieder ganz wichtig, die Zeit nehmen. Danach 200 Meter ausschwimmen. Ja, und dann sind 3000 Meter schon wieder geschafft. So schnell geht's. Im Spitzenbereich des Schwimmsports nimmt das Finden der individuell optimalen Bewegungsfrequenz einen sehr breiten Raum ein. Es macht natürlich große Unterschiede. Habe ich lange Arme, habe ich kurze Arme, habe ich große Hände, habe ich kleine Hände. Du schwimmst ja auch anders, wenn du Paddles anhast. Kann man also deswegen jedem dieselbe Empfehlung geben, möglichst lang zu gleiten? Natürlich nicht. Eine zierliche Dame mit 1,60 Meter Größe hat natürlich kleinere Hände als ein Hüde von 1,90 Meter. Hier muss man ganz andere Bewegungsfrequenzempfehlungen geben. Auch die Kraftverhältnisse bestimmen natürlich die optimale Bewegungsfrequenz. Also hier auch, wer ausschließlich aufs Gleiten setzt, der setzt komplett aufs falsche Pferd. Und dann heißt es ja so gerne, ja, aber das Gleiten macht doch Sinn. Ja, natürlich auf irgendeine Art und Weise schon, aber was ist denn Gleiten? Gleiten ist ja per Definition ein Moment ohne aktiven Vortrieb. Das heißt also, man verliert automatisch in dieser Phase das, was wir als Gleiten empfinden. Das dürfte eher die Kombination sein aus einer optimierten Wasserlage und einem guten Vortrieb. Dann entsteht so ein Gefühl wie Rutschen im Wasser oder dass es insgesamt ökonomisch ist. Und ökonomisch ist vor allem die Bewegung oder das Schwimmen dann, egal ob Schwimmen, Radfahren oder Laufen, wenn die Geschwindigkeitskurve gleichmäßig ist, keine Spitzen, keinen Täler aufweist. Den Beginn zurückzukommen. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Schwimmgeschwindigkeit spektakulär zu erhöhen. Das ist einmal über die Verbesserung der Kraftfähigkeiten und über eine höhere Frequenz, die man quasi ohne Kraftaufwand bekommt, wenn man sich über Wasser etwas schneller bewegt. So, das war Trainingsplan Nummer 54. Hier in Frankfurt geht es noch eine ganze Weile weiter. Deswegen jetzt schon mal Glückwunsch an alle Finisher des Ironman Germany. Es war wieder ein heißer, unausstehlich heißer Tag. Und da freut man sich, wenn man nur am Streckenrand steht. Viel Spaß mit diesem Trainingsplan. Wir sehen uns nächste Woche mit der Nummer 55 wieder.
und melden uns da höchstwahrscheinlich von dem ein oder anderen Alpenpass. Bis dahin, tschüss und ab ins Freibad.